Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dieses Thema hatten Abgeordnete der SPD Ende des vergangenen Jahres zum Gegenstand einer Kleinen Anfrage gemacht. Die Antwort des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom November 2016 war umfassend und hat in der gebotenen Kürze auf weitere Berichte von verantwortlichen Behörden und von Fachinstituten verwiesen. Insbesondere die ausführliche Antwort der Bundesregierung im Oktober 2016 auf eine Anfrage der Grünen zum Ablassen von Treibstoff durch Flugzeuge ist aufschlussreich. Aus den Dokumenten wird deutlich, dass der Großteil der abgelassenen Treibstoffe aus dem zivilen Flugverkehr stammt. In den Jahren 2010 bis 2016 wurden jährlich zwischen 200 und 700 Tonnen aus zivilen Flugzeugen abgelassen und bis zu 154 Tonnen aus Militärmaschinen. Erkennbar ist auch, dass Rheinland-Pfalz in einem höheren Maße betroffen ist, als seinem Flächenanteil entspricht. Im zivilen Bereich ist dies auf die Nähe zum Flughafen Frankfurt zurückzuführen. Im militärischen Bereich sind die Flüge zu der amerikanischen Airbase Ramstein in der Pfalz maßgeblich. Im Hinblick auf die Mengen ist zu bedenken, dass im zivilen Bereich das Ablassen von Treibstoff regelmäßig vorgenommen wird, um große, vollgetankte Maschinen für eine nicht geplante Landung vorzubereiten. Solche Maschinen müssen von Kraftstoff entlastet werden, weil sie vollgetankt nicht sicher landen können. Die Gründe für den Ablass aus Militärmaschinen sind aus den Unterlagen nicht ersichtlich. Die AfD bittet die Landesregierung weiterhin mit Hilfe der Bundesbehörden den Ablass von Treibstoff über Rheinland-Pfalz zu registrieren und auch zu versuchen, die möglichen Stoffeinträge zu ermitteln. Die entsprechenden Fachgutachten kalkulieren sehr geringe Emissionen aus dieser Quelle, aber Messungen wären doch sicherer. Für die zivilen Flugzeuge ist eine Minderung der abgelassenen Mengen anzustreben. Da hier die Sicherheitsaspekte Vorrang haben, müssten Verbesserungen von den Fachbehörden für Flugsicherheit entwickelt werden. Nach den internationalen Vorschriften ist das Ablassen nur bei großen, viermotorigen Maschinen vorgesehen. Mittlere und kleinere Flugzeuge müssen kreisen, um die Kraftstoffmenge von einer Notlandung zu reduzieren. Verbesserungen sind nur über Beschlüsse der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO möglich. Wir ersuchen die Landesregierung, mit anderen betroffenen Ländern, Hessen, Saarland, eine Initiative im Bundesrat zu konzipieren, wodurch das Bundesministerium für Verkehr aufgefordert wird, über Möglichkeiten zur Minderung dieser Belastungen zu berichten, um dann gegebenenfalls entsprechende Initiativen bei der ICAO zu unternehmen. Das Problem des Treibstoffablasses über Rheinland-Pfalz verdient nach Ansicht der AfD-Fraktion weitere eingehende Erörterung. Wir schlagen daher vor, dieses Thema im Herbst auf die Tagesordnung des Verkehrsausschusses zu setzen. Ziel dieser Beratung sollte unter anderem sein, genaue Abschätzungen der Emissionen zu erreichen und auch Möglichkeiten zu deren Messung zu erörtern. Darüber hinaus sollte auch die Problematik des Treibstoffablasses aus Flugzeugen in und mit unseren Nachbarländern besprochen werden. Wie stark sind sie betroffen? Wie beurteilen sie das Schadpotenzial? Welche Gegenmaßnahmen sehen sie als sinnvoll an? Dankeschön.